Willkommen zurück beim Kramer Fan und Adur mit dem Spielchen Red Dead Redemption. So, ich hatte in der letzten Folge da den Hashtag abgeben beim Pearson. Hab mir dann jetzt eben noch ein Käffchen geschluckt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache mich erst einmal auf den Weg nach Valentine. Müsste mal meinen Munitionsvorrat mal irgendwie so kurz überprüfen. Bei diesem Büchsemacher. Und auch meine Waffen vielleicht mal reinigen oder so. Oder vielleicht mal ein bisschen verändern, verbessern. Pimpe, update, sagt man heute. Und weswegen ich da auch unbedingt hin will, ist wegen diesem Gewehr, was mir hier unbedingt fehlt. Anscheinend ja für größere Tiere so Jahre, wie jetzt eben mit diesem Weißwedelhirsch. Das hat ja irgendwie mit diesem Revier-Karabiner, zwar mit guter Munition, aber irgendwie hat das ja gar nicht geklappt. Here we go. Ich jetzt gesagt, ich gucke mich mal bei dem Füchsemacher um Kohle, habe ich ja ein bisschen was. Bevor sie mir die lieber als glaube, habe ich mir lieber ein Gewehr. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier auf die Stelle an ein Gewehr irgendwie drankommen sollte. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, mal eine Valentine zu reiten. Füchsemacher vorbeizugucken. Ich denke mal, danach werde ich mich von dieser Geschichte mit dem Maika. Bei dem war ich doch schon mal, oder? Hey, Buddy! Nee, doch noch nicht. Can I get a buck, mister? Natürlich kriegst du einen Dollar, Miggy. What, you ain't causing up on me already? Thank you! Oh, thank you, mister! Ich werde aber keinen Alkohol von gekauft. Was geht? Girl. Bin doch ein guter Kriegsveteraner. Ich bin selbst eine. Für die habe ich immer ein offenes Ohr und auch mal einen Dollar übrig. So, Plan steht. Habt ihr gerade eben gehört, wie es weitergeht? Ich denke mal, dass ich diesen Maika-Bell danach mal befreie gehen. Nach meiner Waffe-Aktion hier. Alter, ich habe einen Schwung, ruft der Gaul. Ja, du rum jetzt bitte. So, und jetzt da nochmal rum. Jawohl, anbinde. Ui, Verbundenheit Steigerstufe 2 bin ich schon. Na, siehst du, läuft doch. So, da gehen wir mal bei der Pixemare. Ja, good morning. Greetings. So, what are you aiming for today? Anpassen machen wir jetzt erstmal. Kettleman Revolver, Waffe reinigen. Beautiful condition, keep it up. It doesn't hurt to stock up on ammo, you never know. Wie sieht's denn kohletechnisch aus? Ich rüste das mal auf 120, ebenfalls 120, so. Repetierkarabine, reinigen. Good, ain't no trace of rust on that as far as I can see. Nein. I'd recommend loading up on extra ammo. Das war nicht dieselbe. You keep treating that like your own child, alright? Good on you. But it doesn't hurt to stock up on ammo. Kaufen. You never know. Abgesägte Flinte. Good. Ain't no trace of rust on that as far as I can see. I'd recommend loading up on extra ammo. Dann nehme ich mir mal ein Picture mit. Doppelläufige Flinte, die muss auch gereinigt werden. Beautiful condition, keep it up. It doesn't hurt to stock up on ammo. You never know. Das ist dieselbe wie bei der abgesägten Flint. Mein Jagdmesser ist sauber. Das könnte man sich eigentlich mal ein bisschen dekorieren, oder? You want to make this really yours? Give it a personal engraving. Das gefällt mir schon mal. Gravuren. Was haben wir denn da? Barock, Todeköpf und Ornamental. Ne, da sehen doch die Todeköpfe, sehen doch richtig geil aus. Oh, jetzt kann ich es. Ey, cool. If that paper boy stays at that post next to my shop any longer, I may lose it.
Very dangerous for a gunsmith Messing, to snap. Silber, Gold. Messing sieht cool aus. Das geschwärzte Stahl, das sieht noch besser aus. Und gebläuter Stahl. Gebläuter Stahl, das gefällt mir irgendwie. Da rüste ich mal mein Messer ein bisschen auf. More bounty posters that go up, so, the more Metalle. People flock to my shop. Plenty of reason for that, Eisen, Valentine. Nickel. Das sieht blöd aus jetzt. Geschwärzter Stahl. Brünierter Stahl. Messing. Silber. Boah, Gold, hä? Ich will nichts sagen, aber die 9 Dollar gefallen mir. Die gebe ich mir gern aus. So. Meine Waffen sind auf Vordermann. Munition habe ich. Told me a man of the clergy joined a poker game down at Flat Neck Station. So drunk, he could hardly play. Gewehre. Was hast du denn im Angebot bei Gewehre, Meister? Warmintgewehr habe ich. Springfield-Gewehr. 108 Dollar. Bolt-Action-Gewehr ist noch gesperrt. Rolling-Block-Gewehr ist auch noch gesperrt. Und ein Carcano-Gewehr ist auch noch gesperrt. Also das Springfield-Gewehr. Das müsste sein. 108 Dollar. Ja. Was gibt's denn da zu lesen? Ein mächtiger Jagdgefährte, ja. Das... Regierungshinterladergewehr, okay. Gott, was da all geschrieben steht. So, auf dann. Danke. Komponente, jetzt geht's los. Lauf. Drall. Verbesserter Drall. 317 Dollar, merkt euch das immer. Nach dem Kauf vom Gewehr, wohlgemerkt. Visier. Verbessertes Visier, ja. Zielfernrohr. Machen wir das lange drauf. Schaft. Nö. Das ist hier nur Optik. Schutz. Ja, Ledertäsche drum. So, 17, 32, ja, 49 Dollar. Also die Hälfte, was das Gewehr gekostet hat, habe ich jetzt nochmal in Update reingesteckt. Also war nicht ungefähr bei 160 Dollar. Jo moin. Aber ich habe ein Springfield-Gewehr. Ich denke mal, dass das für die hirschlose Jahre eine ziemlich gute Investition war, hätte ich jetzt mal so gesagt. So, jetzt schnappe ich mir mal die Landkarte. Und gucke mal, wo der Onkel Maiga ist. Der hockt doch hier irgendwo im Gefängnis. Nee, und zwar in Strawberry. Jo, da mache ich mich jetzt mal dahin. Das gibt einen relativ langen Ritt. Aber was ist, das ist, gell? Muss gemacht werden. Bis die Gang bald wieder vollständig ist. Muss dieser Maiga da befreit werden. Hey, los. You took 3 innocent lives, and for that, the law demands that you shall pay with your own. No, please, God, no. Please, please, no. Let go. My Do you have any last know. Words before you meet your judgment? Yeah, I wish I could kill them all over again. I love you, baby. Be good, son. Give him hell. Was denn jetzt? We will not tolerate detritus like this in our community. Justice prevail today. Wenn ich durchfallen soll irgendwie, hat nicht so ganz geklappt, ja. Get away from the gallows, you hear? Das ist das Frauchen anscheinend von ihm.
Naja. Bleib du, bleib schön stehen. Hat nicht so ganz geklappt beim Durchrutschen. Ich denke mal, das fällt auch wieder in die Abteilung Easter Eggs. Geil. Geht die Klappe auf, der andere fällt oben aufs Podest, lässt sich einfach selbst fallen, damit er gehängt werden kann. Cool. Hey, Partner. Hat dann auch nicht so geklappt. Rockstar Games. Habt ihr das vielleicht jetzt gerade gesehen? Ich habe hier auch so ein Easter Egg Video rausgebracht aus meinem Privatspielstand. Wer es gesehen hat, der kennt's. Kleine Spoiler-Alarm. Da stand eine Kutsche irgendwo mitten im Wald, ohne Pferde vorne dran. Und der Typ auf dem Kutschbock kloppt und haut mit der Peitsche und nichts tut sich. Kommt keinen Meter vorwärts. Klar, weil er keine Pferde vorne dran hat. Kann's nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Absolut witzig. Voll der Easter Egg in Red Dead Redemption 2. Hier letztes Mal irgendwann beim Spiel gesehen und hab's gerade mal gefilmt. Ich fand's absolut witzig. Findet ihr natürlich auch bei mir auf dem Kanal. Muss hier irgendwas schwänzen während dem langen Ritt hier. Da kam mir das jetzt gerade gelegen. So, ist ein neues Pferd. Ja, könnt ihr hier noch ein bisschen Gas geben? There, girl. So, lass mich mal auf den Weg zu diesem Mike Abel. Oder wie der heißt. Ups, hab ich irgendwo eine Abfahrt verpasst? Okay. Dann war ich jetzt verkehrt. Gut, dass ich Navi anhab. Ach, hier rechts ab. Da war doch schon mal irgendwas mit so einem Rennen, gell? Wo der andere da abgekürzt hat und ich habe mich näher später oben im Wald irgendwo geabbelt. So habe ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen geleiten lassen. Not so beautiful. All right, girl. Okay, girl. Okay, muss ich mal sauber machen. Was ist denn das hier? Dann ist eine alte Dampfmaschine, hey. Sieht so aus, hä? Hier haben sie irgendwie so ein überdimensional Leiter gebaut. Ich denke mal, das gibt irgend so ein Fundament für so ein Haus hier, wie es hier aussieht. Keine Ahnung, was ist denn hier los? Wohl die Bauer bei der Stadt. Jo, Wolf. So, da haben wir einen weißen Punkt. Wer ist das hier? Vorarbeiter, grüß dich. Can I help you? Just taking a look. We're with the Appleseed Timber Company. Head foreman. We're still getting started on this site, but we should have some fine Big Valley lumber for sale very soon if you're interested. I'll keep that in mind. We should be further along by now, but what can you do? Look at these dolts. There's not a brain between them. Listen, you got any supplies for sale? Food, medicine? We're starting to run low. I can't spare anyone to go into town. Not the way things are going. I'd be happy to pay premium for them. Ware verkaufen, klar. Ich muss gucken, was ich dabei habe. Ich weiß es jetzt gerade auf dem Kopf nicht. Also so ein Stückchen Käse kann ich mal entfernen. Hier die Kidneybohne könnt ihr haben. Dose Erbsen. Bohne. Salz in eine Reihe, wenn nach haben von mir aus. Chin, nee, Brötchen hätte ich noch. Ja, das
Schlangenöl, jo komm. Starke Arznei. Wahrscheinlich Corned Beef könnt ihr haben, Jungs. Dose Ananas. Starkes Wundentonikum, das behalte ich mir tatsächlich nur selbst. Hier ein XKW noch. Erdestimulanz, das braucht ihr auch. Kentucky Bourbon, Arznei. Schlangeöl, das kann ich mir glaube alles selbst machen. Pferdestimulanz. Wundertonikum. Was habe ich denn hier oben? Komm hier, ich verkaufe den von jedem eins. Kann ich mir zur Not. Pomade, die behalte ich mir selbst. Dosenpfirsiche. Die kriegt er noch. Ich muss in meiner Tasche kramen, ob ich noch was finde. Aber ich glaube. Das Fleisch kann ich denen nicht verkaufen, was ich da gebrutzelt habe. Was ist denn das hier eigentlich hier unten? Kastanienschwamm, okay. Jo, das war das erste Mal, hätte ich schon gesagt. Appreciate it. That should help keep us going. Na, siehste. Verkaufe Vorräte an den Vorarbeiter, um Holz, um Geld zu verdienen. Irgendwas. Drücke F1. Was geht denn jetzt auf? Holzfäller, Applist, Holz und Co. Verkaufe Vorräte an den Vorarbeiter, um Geld zu machen. Sorry. Ja, hab ich doch gemacht jetzt. Ne? Gibt's keine Gold-Silber-Medaille zu verdienen hier. Bronze. Ah, hat's wieder Kohle gegeben. Und zwar richtig gut. 293. Alright, girl. Ich hab hier über 400 gehabt. Dann hab ich mir das Gewehr gekauft. Hab's gepimpt. Munition gekauft. Ich bin wieder bei 290. Alles gut, würde ich sagen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das hier ein bisschen besser bezahlt war, wie du im Krämerlade oder beim Metzger oder so, oder wo man hier den ganzen Kram immer verkaufen kann. Ich glaube, ich bezahle ein bisschen besser die Jungs da im Wald. Das muss man mal merken. Das muss ich gerade mal gucken, wenn ich mit der anderen gehe. Moment, kann ich mir das hier irgendwo. Da ist auch ein Fragezeichen. Wer ist denn das? Ah, dann ist das hier diese Pünktchen da in Montos Rest. Apple Seed, Timber und Co. Alles klar, da steht's auch. Prima. Also das ist kurz vor Strawberry. Der Maiga muss noch ein bisschen warten. Ich bin neugierig, was das jetzt hier ist. Aber wer das ist, was da wieder passiert, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen nicht vergessen. Tschüss, tschüss.